Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Heute wollen wir grillen. Nein, kochen, nein. Heute frittieren wir. Ja, habe ich auch noch nie gemacht. Heute das erste Mal. Bis gleich. Was brauchen wir zum Frittieren? Ja, wir brauchen ein Gefäß, ja, wo wir das Öl heiß machen können. Also das Öl habe ich da, so ein großes Gefäß, ne, mit Öl, und da sind drin 2 Liter. Das ist extra zum Frittieren, weil hochheizbar. Ja. Und das ist ja unser geliebter Dutch Oven, ja, kennt ihr ja. Ach, was wollen wir denn heute frittieren? Ganz einfach, wir machen heute Fish and Chips. Bisschen anders, ne? So, Chips, ja, eigentlich Pommes, ne, wir nehmen Kohlrabi. Wir machen Kohlrabi-Pommes. Die frittieren wir einmal ohne und einmal mit Teig. Apropos Teig, hier, das wird unser Teig. 2 Gramm Mehl, eine Prise Backpulver, Prise Salz und ein bisschen Pfeffer. Und weil es ein Bierteig ist, machen wir dann noch 300 ml Bier dran. Verquirlen das schön, lassen das 15 Minuten stehen und dann ziehen wir das Zeug da durch und dann wird die nicht wird frittiert. Da ziehen wir dann das Zeug durch und jetzt ab in die Fritteuse. Ja. Fisch zum Schluss, weil jetzt schmeckt alles nach Fisch. Achso, Fisch, Wildlachs. 2 Dinger habe ich, ja. Teile ich einmal und da haben wir dann 4. Aber zuerst, ja, kommt das gleiche Thema. Wer schält den Kohlrabi? Natürlich ich, nicht den. So, zuerst wird mal geteilt, ja, und dann schälen wir das halt, ne. Kleine Schälmesser und dann geht's los. Wenn wir die dann geschält haben, also ich habe erstmal 3 Stück geschält. Fingerdick, würde ich sagen. Ja. So. Ja, immer 3 Stück machen wir draus, genau. Alternativ, ja, genau, den Kohlrabi natürlich auch so essen, ist auch gesund. So, in der Zwischenzeit machen wir dann den Teig. Tja, ich muss noch das Bier abmessen. Es tut mir an der Seele weh, dass ich da mein schönes Bier dafür nehmen muss. Aber was soll's. Ja, also 300 ml grob. Lassen wir es mal in Schaum setzen, weil ich denke mal, das sind gerne 300. Ja, ich habe jetzt hier so grob die 300 ml abgemessen mit Schaum. Naja, gebe ich mal jetzt hier dran. Ja. Und dann nehmen wir einen Schneebesen und verrühren wir das mal. Ja, schöner Teig, wa? Nicht so flüssig, nicht so fest. Ja, wir brauchen die Hitze heute zentral. Auf einen Punkt. Machen wir unseren Druck hier und dann geben wir mal das Öl rein. Ja? Immer aufpassen, das Öl darf nicht in die Flamme kommen. Ja, so reicht das. Da kommen wir in der Zwischenzeit mal uns um den Fisch kümmern hier. Ja, der ist angetaut, wa? Der war natürlich tiefgefroren. Und da wollen wir den einmal auf hier mit dem Messer. Ja. Zack. Das ist ein Filet, jawohl. Das geht doch gut raus. Einmal frei. Ja, und das teilen wir einfach. So. Zack. Ja, geht wunderbar, wa? So angetaut ist. Vom Wildlachs. Ja, ja. 2 Stück. Dann nehmen wir noch den anderen Beutel. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Ja. Zack. Wir haben 171 Grad erreicht. Na da, ziehen wir das mal raus. Und da fangen wir mal an. Mal sehen, wie das wird. Ja, so wie Pommes, ne? Eigentlich. Es lebt, es lebt, es lebt. Ja, wann sind die gut? Ja, guckt, wa? Oh, jetzt sehen sie richtig schön aus, oder? Ja, der nächste Schwung ist fertig, ja? Schaut. Ha, sehen aus wie richtige Pommes, wa? Und hier? Heiß und schmeckt. Ja, schmeckt süßlich, wa? Kohlrabi.
Als nächstes nehmen wir uns unseren Bierteig. Ja, hier, so. Rühren den nochmal durch. Ja, der ist schön geworden. So, und jetzt probieren wir das mal aus. Ach, da bin ich ja gespannt. Oh, richtig schön mit. Ja, was nehme ich da? Gabel geht nicht. Erstmal vernichten. Ach, wartet, ich hab was. Eine Grillzange. Ja, hier, im Teigmantel. Bisschen abstreifen und dann rein. Oh, yes. Mit der. Ja, wird schon fest. Ja, guckt euch an, wa? Schön goldgelb. Ich hoffe, der Teig ist auch durchgebacken. Ja, und jetzt kommt das Beste. Jetzt kommen die heimlichen Stars hier. Ja. Die Stars. Der Fisch verschwindet im Teig. So, und dann verschwindet der Teig mit dem Fisch im Öl. Haha. Ja, der haftet nicht komplett dran, ne? Das ist ja komisch. Uns riecht gleich ganz doll nach Fisch. Aber da hinten, da hält sie gut dran. Hier machen wir alles erstmal raus gleich wieder. Ja. Der Witz des Tages. Passt auf, sagt ein Mann zum anderen. Meine Frau ist hässlich, furchtbar hässlich. Ist aber sehr gut fürs Geschäft. Fragt der andere, warum das denn? Na, ich bin Besitzer einer Geisterbahn. Nachdem das alles schön geputzelt hat, war so goldgelb und so und auch gut funktioniert hat, habe ich jetzt unseren Probierteller, ja. Der Probierteller. Da habe ich nochmal die Pommes, ja. Also die müsst ihr gleich essen, die werden dann schon ein bisschen lapschig, ne. Habt ihr schön Knoblauchcreme. Also, das ist eine schöne Kombi, weil der Kohlrabi ist ja leicht süß und dann der Knoblauch und so. Oh. Hier, der nächste Star. Ja, Kohlrabi im Teigmantel. Auch mit Knoblauch. Der Kohlrabi. Also schnurbt nicht mehr, aber ist schön fest. Und mit dem Teigmantel, wa? Eine richtig geile Kombi, weil Teigmantel ist ja gewürzt. Mit Pfeffersalz und das schmeckt richtig gut. Und da hat man auch was davon, wa? Aber jetzt. Ja. Um den hier geht's ja. Das. Das ist der Fisch. Da wollen wir mal. Ja, ja. Das schmeckt wie auf dem Weihnachtsmarkt, ehrlich. Mmh. Richtig gut. Richtig gut. Essen wir nachher später mal. Und dann haben wir hier unseren Überraschungsgast bei der Party. Ja, ich darf mal anbeißen. Mmh. Oh. Ja, was ist das, wa? Mit Ende. Im Bierteig. Ey, das schmeckt voll geil, wa? Ich konnte es mir nicht verkneifen. Oh, lecker. Mm. Also das toppt ja wohl alles, wa? Mm. Alles klar. Der einzige Nachteil, wa? Es ist nicht kalorienarm. Auch wenn man da Kohlrabi-Pommes nehmen, alles frittiert, wa? Ist ein bisschen fettig. Aber einmal im Monat oder so, dann macht man das schon mal alles gut. Wa? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns. Bye bye, euer Micha.